Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute hier mit dem Shoki Banoki Shirt Mark Hagenbeck. Hallo schön. Zusammen. Ja. Und ich bin der Sashi und wir haben heute den 8. Dezember und am 8. Dezember hat Geburtstag Jim Morrison. Jim Morrison ist schon gestorben mit 27, wir alle Großen sterben alle mit 27. Richtig. Wir sind deswegen schon drüber hinaus, deswegen weiß man, dass wir keine Großen sind. Ja. Ja. 1943 geboren und Jim Morrison war der Frontmann von The Doors. Richtig. Ja, genau. Aber am 8. Dezember ist auch noch was anderes passiert. Ja, am 8. Dezember 1973 gibt die Maria Callas ihr Abschiedskonzert. Ach so, das letzte Konzert von der Callas. In Sapporo. Damit endet ihre 30-jährige Karriere und da hat sie sich dann zur Ruhe gesetzt. Und sie hat sich nach dieser Abschiedstournee aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Komplett. Und ist im Alter von 54 Jahren an Herzversagen gestorben. Oh, also sie ist gar nicht mal so alt geworden. Das wusste ich gar nicht. Ja. Okay. Ein Fakt des Tages noch, pass auf. Mhm, jetzt kommt's. Fakt des Tages. Mach doch mal mit. Fakt des Tages! Was mit der mal irgendwie mitmacht. Ich musste hier umschalten. Ich denke, du bist Gedankenleser, musst doch wissen, was ich vorhabe. Okay. Naja, warst abgelenkt. Naja, gerade. Barack Obama, der nahm als Teenager Drogen. Nein. Jetzt kommst du. Nein. Ja, Hammer, oder? Echt jetzt? Ja. Fakt. So, mit diesen Fakten könnt ihr jetzt raus in die Welt gehen und könnt euer Angeberwissen weitertragen. Habt ihr von uns erlangt. Wir haben es auch nur aus dem Netz recherchiert. Deswegen, wir sind nicht so schlau. Nee, sind wir nicht. Ja, morgen sehen wir uns wieder. Ja. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssi und lasst die Finger von Drogen. Gute Idee. Mhm.